Willkommen zurück in Terranigma. Bis jetzt haben wir doch gute Fortschritte gemacht. So. Muss sie schützen, Melina. Selbst wenn ich sterben sollte. Hey, hier haben Männer keinen Zutritt, nur für Frauen. Diese Reisende ist plötzlich krank geworden. Jetzt ruht sie sich aus. Selbst der beste Arzt der Stadt kann ihr nicht helfen. Leider. Medizin. Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Sie leidet sehr. Ein Fieber böser Träume plagt sie. Sie kann ihnen nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sie von ihrer Qual erlösen. Otatus Lan hat früher Ginseng verkauft. Doch den gibt's nicht mehr. Leider, auch ich bräuchte Ginseng. Das ist schon mal falsch. Ach, hier war's. Otaku. Und das ist dieser Heini da. Was möchtest du? Man sagte mir, dass du ein Kraut hast, das Ginseng heißt. Jemand ist erkrankt. Hast du noch etwas davon übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Verschwinde jetzt. Warte. Vielleicht habe ich tatsächlich dieses Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Geschäft? Was meinst du damit? Ich habe einen Bruder, Wang. Einst waren wir Partner. Wang brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er der neue Besitzer der Burg. Doch ich hörte auch Schlechtes. Man sagt, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Ich gebe dir gegen Zeng. Kümmere dich um Wong. Wenn Wong Böses tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich? Du scheinst sehr besorgt um deinen Bruder. Ich werde nach ihm sehen. Das tust du? Welch nobler Zug. Das ist gegen Zeng. Es hilft gegen jede Krankheit. Gib es weiter. Holero, hier hast du Ginseng. Gib dies deiner kranken Freundin, sie soll es trinken. Es wird sie von ihren Albträumen befreien. Für alle Zeit. Versuch es. Ja, komm. Ich bin beim Arzt gewesen. Er sagt, dass die Kraft des Ginsengs den Albtraum von ihr nehmen wird. Den Albtraum, aber wie kann man ihn besiegen? Ich muss etwas tun. Sie leidet fürchterlich. Hoheit,
Wir fanden keine Spur des Schatzes. Schweig! Der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Der Bürgermeister hat eine Tochter. Finde sie und sperre sie ein. Ich werde gnädig sein, Frieda. Wenn der Bürgermeister uns weiterhilft, frage ihn nach dem Schatz. Wenn er sich weigert zu reden, dann töte ihn. Alle anderen sollen auch hingerichtet werden. Hoheit! Es ist niemand außer den Dorfbewohnern hier. Sowas. Frieda, du weißt, was nun geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen, ich habe dich großgezogen. Greift an, Unterwerfung oder Tod. Ich verstehe, schau nicht so leidend. Das Schicksal hat uns zu den Hütern des Schatzes gemacht. Wir würden eher sterben, als das Versteck zu offenbaren. Vernichte uns, oder sie werden dich vernichten. Aber wir haben nur ein Anliegen, Melina. Schütze unsere Tochter. Verzeiht, ich kann euch nicht retten. Es tut mir leid. Doch ich gelobe, dass ich Melina mit meinem Leben schützen werde. Was weißt du schon, Wario? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Ich bin der Ursprung der Misere. Niemals werde ich wieder ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher, dass ich böse bin. Das stimmt nicht. Du hast Melina mit bestem Gewissen beschützt. Das macht auch meine Taten nicht vergessen. Und nun? Willst du Melina bewachen und einstellen? Reiß dich zusammen. Wenn du sie nicht beschützt, wer dann? Wario, Prinzessin, Burg Drachenfels, muss mich beeilen. Hey, da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Ich hörte, du hast mir geholfen. Du bist sogar bis Yama gereist, um dort Flugzeugteile zu besorgen. Das war sehr nett von dir. Deshalb werde ich mich dir anschließen. Nun, hast du etwas entdeckt? Mir ist aufgefallen, dass Otakus Bruder Won seltsame Dinge hortet. Er scheint in dem mysteriösen Vorgänger auf Drachenfels verwickelt. Auch ich hörte es. Das hat mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte es im Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ganz recht, lass uns die Burg stürmen. Keine Gnade. Das ist das Drachenschloss. Wirf ruhig mal einen Blick hin. Zum Starren ist keine Zeit. Weiter geht's. Alles klar, Bruder? Ich lenke sie ab. Und du schleißt dich in das Schloss hinein. Fertig und los. So, jetzt gibt es eine kleine Schleicheinlage. Na klar. Fängt schon mal gut an.
Oh. Hab ich gar nicht gesehen jetzt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hier gibt es einen Kristall. Mario, Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen. Bitte, hilf mir. Ja klar, über ein Loch, ne? Oh. Das hast du davon. Du hättest nicht rumblödeln sollen. Willst du etwas Reue? Tut mir leid, das war mein Fehler. Lass mich hier raus. Selbst schuld, du musst leiden. Weil du meine Gefühle verletzt hast. Nebenbei, ich arbeite für Mr. Wong. Er gab mir den Befehl. Wario ist für immer in dunklen Kerker gefallen. Wario wird hier sterben und verrotten. Dann fühle ich mich besser. Wenn du meinst. Auch so eine Zwergdame ist eine Frau. Die sieht witzig aus. Anstatt dauernd zu quatschen, sollten wir lieber einen Ausweg suchen. Hey, immer locker bleiben, nur keine Panik. Gute Güte, warum habe ich es immer mit Dummköpfen zu tun? Oh Mann, ich bin super sauer. Puh, endlich habe ich dich gefunden. Du führst etwas im Schilde. Du willst König Olaf meucheln. König Olaf? Ich suchte dich überall, Melina aus Stockholm. Du Schuft hast meine Eltern und alle Dorfbewohner umgebracht. Das stimmt nicht. König Olaf sammelte Informationen, ohne Erfolg. Nun ist es meine Aufgabe, Informationen und Geld zu liefern. Das ist das Gleiche. Ich weiß nicht, wer hinter dir steht. Aber deine Leute ermordeten unschuldige Menschen. Cholere, das spielt doch keine Rolle. Wer im Weg steht, stirbt. Eines Tages werden nur noch die richtigen Leute leben. Sag mal, bist du durchgeknallt? Du interessierst dich für das Schätzen dieses Dörfchens. Genug Quatsch geredet. Sag jetzt die Wahrheit. Überleg es dir gut. Ich will dir nicht wehtun müssen. Hey, Wache, pass auf das Mädchen auf. Alter, ist er durchgeknallt. Ich traf dich auf Schloss Loya. Du warst ein Bewerber um die Hand der Prinzessin, zusammen mit diesen Männern hier, oder? Wer weiß. Ich bin ein Vagabund, der für eine Handvoll Taler schuftet. Ich schlage Frauen nur ungern. Halte also die Klappe. Ach, bei dir weiß man nie, ne? Hey Mario, hör auf zu schmollen. Ich höre oben etwas. Na und, wer soll uns schon helfen? Diesmal haben wir den Kürzeren gezogen. Wenn es dir so gut gefällt, will ich mich nicht beklagen. Ich dachte, wir lassen uns etwas einfallen, anstatt herumzujammern. Ein Geräusch? Nun, lass es uns ausprobieren. Ist da jemand? Niemand zu Hause. Na klar, hier. Hi, ich bin Mario. Wer bist du? Mario? Echt? Ich bin es wieder. Warte, ich befreie dich. Nimm die Kette und klettere da nach oben. Du hast dich nicht sehr geschickt angestellt. Was geschah? Nichts Besonderes. Dieser unnütze Knopf ist an allem schuld. Nun gut, doch was treibt dich denn hierher? Es ist gefährlich hier. Warum bist du hier? Du sagtest, Prinzessin Melina war hier, als du im Fieber lagst. Ich fand mich plötzlich hier wieder. Ich weiß nicht, warum. Aha, dann stimmt alles überein. Du machst mir Mut.
die Prinzessin ist nicht hier, aber im Westflügel war eine Sackgasse. Ich gehe in den Ostflügel, sei vorsichtig. Und hier beende ich mal den Part. Bis gleich.